Hallo, Buck, mein Name. Guten Tag. Schön, dass ihr da seid zu unserem kleinen Samstagsausflug in die Welt von morgen. So. Wir brauchen unsere Jäger. Mit denen wollen wir weiterquesten im wunderbaren Aschar. Ja, Aschar. Schön ist es dort. So. Aber kurz eine Einstellung checken. Ist gecheckt. Alles, was wir an neue Ausrüstung kriegen, sollen sie direkt anziehen, wenn das Sinn macht. Die macht Sinn. Share Mode ist aus. Wunderbar. Und wir wollen Quests automatisch die Belohnung auswählen, weil es eigentlich eh egal, was wir bekommen. So. Hallo Termi 169. Hallo 649. Schön, dass ihr da seid. Willkommen quasi. Willkommen. So, was haben wir heute vor? Wir werden questen, questen, questen. Und zwar machen wir einfach in Aschara weiter. Aschara haben wir ja jetzt zu wahnsinnigen 16% angeblich durchgequestet. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Tatsächlich. Ich habe es übrigens immer noch nicht umgestellt. Das heißt, wenn ich jetzt hier anklicke, ist das Ton schon wieder aus. Aber eines Tages werde ich auch das umstellen. Oder so ähnlich. So. Raus aus dem Menü. Was ich übrigens neulich ausprobiert habe, was mir ganz gut gefallen hat, und zwar habe ich hier meine Teamliste hier unten rechts. Ich bin auf einem neuen Set, auf Amantul, habe ich das einfach mal nach oben links gesetzt und das hat mir ganz gut gefallen. Genau, ich bin fast durch in Aschara, was auch gar nicht so schlecht ist. Also von daher, das würde ich mir jetzt einmal ganz kurz da oben links hinbauen, weil das hat mir gar nicht mal gut gefallen, deswegen mache ich das. Nein, fand ich gar nicht schlecht. Von daher baue ich das einmal ganz kurz um auf diesem Char. Und zwar Team, nein, Tun? Nein, Anzeigen. So, und zwar erstmal da oben hinziehen. So, die Schriftgröße setze ich schon mal auf 15, damit man nachher auch was sieht. Anzahl der Charaktere pro Reihe. 1. So, und zwar keine Titel. Und zwar diese Ansicht, genau. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Platz für die Namen. Die Höhe bleibt so, weil das wird jetzt nicht schöner dadurch. Und die Erfahrung ist eingeblendet. Die könnten wir ja... Das sind 100... Na, machen wir mal 120 draus. Einfach, weil es schöner klingt. Dann machen wir die Erfahrungsanzeige auch mal 120 breit und sehen, dass das viel zu breit ist, weil das auch 300 sind. Nee, so, 120. Und die Gesundheitsanzeige setzen wir auch mal auf 120. Und er macht wieder 300 draus, okay. So. Und dann haben wir hier oben unsere neue Teamanzeige. Prächtig. So, was ich jetzt vergessen habe, ist einmal das Teilen. Teile Einstellung. Und schon haben alle die Teamanzeige oben links. Also ich werde tendenziell am Interface nochmal ein bisschen rumbasteln, weil ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ob ich die Karte da unten so hundertprozentig gut finde. Wir werden sehen. Wir werden sehen.
So, was mir auf jeden Fall schon mal gut gefällt, ist der Guide da oben. Ja, gut. Okay. Wir brauchen Grüppchenbildung, bitte. Einmal einladen. Und annehmen, 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 annehmen. Überspringen, annehmen, 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 annehmen. So, zwei Gruppen, check. In der Liste hier oben sind übrigens die erste Spalte, das ist die Erfahrung, weil mich interessiert ja, ne, wann wer levelt und ich möchte immer ungern aufhören, kurz bevor jemand levelt. Und die letzte Spalte sind die Hitpoints. Wobei ich mir gerade überlege, da die Schrift ja so groß darüber ist, wenn man das doch etwas breiter macht. Wir gucken uns das einmal ganz kurz an, also etwas höher. Wenn wir die Anzeigen einmal einfach alle auf 20er Höhe setzen. 20, 20, 20. So. Ja, das gefällt mir doch noch besser. Dann geht vielleicht auch noch eine. So, das teilen wir einmal. Das sieht doch nett aus. Okay, wunderbar. Also, wir wollen, gruppiert sind wir. Check. Also reite ich mal ganz kurz zu den anderen hin. So, einmal mitkommen bitte. Folgen alle. Alle folgen. Okay, wird auch angezeigt, wenn sie nicht mehr folgen. Wunderbar. Dann einmal aufsitzen bitte alle. Vielen Dank, Saxon, aber ich habe gerade gar keinen Bedarf an einem Zeppelin. Wundersamerweise. Wundersamerweise. Theoretisch wäre das auch noch nett, wenn man hier auch noch eine Levelanzeige hätte, aber ich glaube, das kann EMA gar nicht. Ich brauche gerade kein Salz und kein Zeppelin. Eigentlich brauche ich gerade einen Hinweis, wo ich hin muss. Na, die wird schon da oben irgendwo sein, oder? Ich bin doch nicht salzig, nein. Ganz entspannt da. Was heißt das? Was haben wir heute für einen Tag? Samstag. Apropos, was haben wir für einen Tag? Lasst uns doch einmal ein Punktespiel starten, denn es ist Wochenende. Falls jemand es noch nicht bemerkt hat. Mag das, wenn du das tust. So. Ja, richtig, Saxon. Wochenende klein geschrieben. Gut korrigiert. Das sind Blätze. Und da hinten steht noch einer von mir, den haben wir vergessen. Warum hat er denn nicht aufgemountet? So ein Satz. Ich kann nicht ohne Blätze. Nein, weil Blätze bringen Erfahrungspunkte. Oder ich mag Erfahrungspunkte. Ich mag doch die Erfahrung. Wir wollen doch Level. Glückwunsch. Das waren das jetzt dreimal Level up. Wunderbar. Ich mag das. Deswegen mag ich Blätze. Setz dich hin, leckst an so einem Kraut und schwupps, bist du Level up. Danke. So, aber eigentlich wollte ich ja diese gute Dame suchen. Sprecht mit Melinia Himmelshescher. Die ist doch bestimmt. Wo haben wir denn letztes Mal die Quests angenommen? Diese verfügbare Quest, die deutet ja fast an, dass die alte hier mitsteht, oder? Aha, mit dir soll ich sprechen. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Achso, dann erzähl doch mal was. Was machst du hier? Erzähl weiter. Was ist passiert?
Habt ihr durchgehalten? Langweilig. Für nichts den passiert. Sonnenbrunnen. Baladash Malanore. Selama Ashal Anore. Okay. Es passiert nichts mehr. Ich würde einfach sagen, wir sagen mal, wir haben das mal übersprungen. So, dann Quest annehmen. Nun, spuckt es aus. Was erzählt man sich auf der Straße? Schnell, schnell! Los, los! So, seid vorsichtig da 21, drauf. Kurz checken. Alle sind am Punkt 21, dann kann es weitergehen. Jetzt habe ich auch meinen Pfeil wieder und ich weiß, wo ich hinlaufen muss. Ich bin glücklich, wunderbar. Was? Ohne Zügerguide würde ich mich doch überall verlaufen. Überall. Ui, ein Platz. Danke. Das war jetzt gar nicht gut, was er gemacht hat. Er hat aufgehört, das Blärz zu hacken, weil er geguckt hat, was ich mache. Und jetzt hat er kein Blärz abgekriegt, weil ich nicht 10 Stück gekriegt habe. Ich könnte sagen, haha, aber das war nicht das Klügste, was er heute getan hat, würde ich sagen. So. Ah, das ist jetzt diese schöne Sammelquest. Und wenn ich mich nicht irre, ist das auf den nächsten gar nicht mehr da. Na, na, na. So. Aber dieses Blärz ist da. Und wir mögen Blärz. So. Da ist keine Pflanze. Nein, nein. Die habe ich gar nicht gesehen gerade. Blärze hacken. Ich mag Blärz. Jeder mag Blärz. So. Und das ist jetzt wieder so eine schöne Sammelquest. Ich meine, wir werden verdammt viel von diesem Eisen sammeln müssen. Deswegen mag ich dieses Gebiet auch gar nicht so gerne, weil es zählt immer nur für einen und ich habe jetzt gerade mal 10 zusammen bis jetzt. Das heißt, wir dürfen hier mal eben ganz viel sammeln. Ich freue mich. Aber vermutlich, wenn man weiß, wo man hier im Kreis laufen kann, dann geht das vermutlich auch ganz flott. Aber hallo? Ich kenne mich nicht mal in meinem Bankfach aus. Gucken, bleibt das wenigstens da? Nein, natürlich nicht. So. Achso, aufsteigen. Hallo? Danke. So. So, ich lasse die anderen mal unten stehen. Weil das. Ich kenne das doch. Das gibt uns immer nur Komplikationen. Ich habe kein Ziel.
So, da oben war nochmal so ein großes Platz. Das heißt, dann gehe ich nochmal mit dem nächsten hoch. Ich höre Feuerwerk. Ah, da unten bei mir, alles klar. Ein witziges Arschloch. So, er war fertig mit Sammeln, richtig? Achso, das ist noch gar nicht dran, aber ich werde erstmal sammeln. Die anderen töten werde ich schon nebenbei. Da oben ist ein Platz, das brauche ich. Ich muss das tun. Ach, okay, der hat doch noch nicht genug, der Erste. Alles klar. Deswegen war die Quest auch noch da. Das ergibt Sinn. Weiß nicht, dass man hier 100 von diesem komischen Eisen einsammeln muss, liegt hier echt wenig von rum. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Irgendwie höre ich gerade gar keine Musik. Ich vermute ihr auch nicht. Jetzt sollte es weitergehen. Ja, ja. Weiß nicht, explodieren die Dinger eigentlich so oder macht das der andere Spieler? Hier scheint ja irgendein Schurke mit rumzulaufen. Ich habe den Schurken im Verdacht. Ich glaube, der findet das witzig. Ja, weiß nicht. Weiß nicht, ob das so witzig ist. Naja, Hauptsache er hat seinen Spaß. Und ihr habt euren Spaß. Weil ich habe meinen Spaß, denn ich darf Eisen sammeln.
welches hier ganz sporadisch verstreut herumliegt. Und Blärze, weil Blärze sind immer gut. Nur noch 16 auf diesem Charakter. Wunderbar. Es sind übrigens dezente 200, die wir brauchen. Habe ich jetzt gerade mal voll gemein ausgerechnet. Nein, ich wusste vorher nicht, dass es 20 waren, die ich brauche. Doch, vorhin der eine hatte schon 5 gegeben. Also, das ist ja, ne, für so einen 10er-Haufen, der da rumliegt, ist das doch eine ganze Menge. Na, ist der Schurke noch? Der Schurke ist noch in der Nähe, ich verstehe. Spannend. Ja, weil dem scheint auch langweilig zu sein. Oh, Lerz. Vielleicht ja gerade nicht. Nein, im Moment hat er sicherlich Spaß. Ich meine, ich könnte ihn ja mal melden wegen Beeinflussung meines Spielflusses hin zu einem Negativen. Das ist doch nicht nett, was er macht. Ich werde voll gedisst. Lass mich raten, diese Kiste wird gleich explodieren. Nee. Komisch. Dann machen wir es eben selbst. Oh, einer reagiert nicht mehr. Schade. Den sollte ich vielleicht mal wieder einloggen. Immerhin beleidigt er mich nicht, das stimmt. Ich brauche ein Ziel. Er braucht ein Ziel, ach so. Der will bestimmt nur spielen, ja, ja. Ich meine, der sei ihm ja gegönnt, sein Spaß. Ich meine, ist ja auch lustig, wenn da ein paar Jäger durch die Gegend fliegen, aber... Oh, Jakusif ist wieder da. Ich freue mich. Mal gucken, wo er denn gleich auftaucht. Oh, wunderbar. Das ist ja gar nicht so weit weg. So, alle dabei? Alle dabei. Prächtig. Gebirgsfußeisen. Stimmt, so viele Jäger fliegen nur selten durch die Gegend. Das stimmt natürlich. Haha, zu langsam. So, Eisencheck. Dann der nächste, bitte.
Warum will ich mit mir handeln? Ich will nicht mit mir handeln, aber danke. Wer macht denn sowas? Eins. Wenn ihr diesen Stiegen an, wird er an euch gebunden sein. Das ist meineshalb okay. Ich mach das mal für ihn. Ach so. Er wollte mir die ganze Zeit nur einen Hinweis geben, dass ich da drin auch noch Blätze, nein, wie heißen die? Eisen verstecken kann. Das ist das, was er mir die ganze Zeit sagen wollte. Und vielleicht geht dann diese Sammelquest ja doch ein bisschen schneller, wenn man... Aber meine Güte, wieso? Also, ne? Ich bitte dich, so hätte ich das... Also, das konnte ja keiner. Ich gucke. Okay, war vielleicht nur Zufall. Ja, ich habe das Ganze jetzt mal versucht, positiv zu sehen. Gern, ne? Man muss ja einfach mal gucken, was der so macht. So. Ich mach den jetzt mal weg, mal gucken. Achso, natürlich bin ich in einem Kampf verwickelt. Okay, nein, da ist nichts. Ui, eine Palette, die nehmen wir mit. Oh, eins. Es hat sich richtig gelohnt, die auf diese Palette zu stapeln. Ich stelle mir vor, ich hätte den Kriegsmodus an. Ja super, dann hätte ich ihn aus Versehen angegriffen und könnte dann nicht mehr Follow machen und dann wäre alles blöd. Weil wenn die sich nicht mehr hinterherlaufen, dann laufen sie sich nicht mehr hinterher, falls du verstehst. Gute Idee, genau richtig. Nein, ich bin einmal in Durota auf meiner Blärz-Tour im Kriegsmodus unterwegs gewesen. Und ich sag mal so, es hat eine halbe Runde gedauert, dann kam irgendein Ali vom Himmel geschossen und hat mich einmal umgenatzt. War bedingt schön. Es kostet halt Zeit. Das ist, wenn ich da rein das Blärz am Blärz anfahren will, bin, dann ist das halt ungünstig. Weil die Blärze fahre ich ja, um da möglichst schnell die Erfahrung zu kriegen. Genau, die 10% extra EP. Das wiegt das aber nicht wieder auf. Ne? Gerade wenn er dann irgendwie nur die, ne? Wenn die, wie heißen die? Meine Toons dann an unterschiedlichen Stellen respawnen und nicht alle am gleichen Heiler rauskommen. Sowas finde ich immer nervig. Mhm. Danke. Wer bist du denn überhaupt? Die Sturmfeder. Das ist ja auch ein sehr interessanter Name. Blizzard ist das egal, natürlich. Solange wir regelmäßig unsere Abos bezahlen oder andere dazu bringen, unsere Abos zu bezahlen, also Gold zu kaufen, dann ist Blizzard doch zufrieden. Da gehe ich von aus. Ich habe mir das auch mal durchgerechnet, weil ich dachte ja auch, die ganzen Charaktere muss ich mir ja gar nicht unbedingt selber hochspielen. Achso, vielleicht sollte ich den Charakter wechseln, damit ich auch sehe, wo die Eisenstücke besser liegen. Aber schlussendlich komme ich mit Leveln doch schneller ans Ziel, als wenn ich mir die 600 Euro erspielen müsste, um 10 Charaktere zu leveln. Ich nehme mal kurz das Blärz hier mit. Das habe ich gerade, lächelt mich gerade an.
So, wir werden jetzt vermutlich noch eine ganze Weile hier im Kreis laufen und die Eisen sammeln. Also so, hier parkt mal kurz. Fast wie im Leerze farmen, nur mit weniger EP, ja, genau. Wobei weniger gar keine bedeutet. Ich mag Sammelquests, natürlich, ich liebe sie geradezu. Also. Was war optimistisch? Ach so, die Formulierung. Ja, natürlich. Yay. Vor allem, ich schaffe es auch auf diesem Stück, mich zu verlaufen und nicht mehr zu wissen, wo ich schon war und wo nicht. Aber so bin ich. Wer das? Nein, das war schon wieder jemand anders. Verwirrt? Nein, eher verirrt als verwirrt. Ich meine, das ist ja auch wieder, ne? Mal sind hier bei so einer Sammelquest sind die ganzen... Hast du deine ganze Karte voller Punkte, dass du weißt, wo du sammeln musst, und so wie hier jetzt leider nicht. Und wenn das so ist wie hier, ist das für Leute wie mich gar nicht mal so gut. Ja. Das hat auch jemand angezündet. Natürlich. Natürlich bin ich jetzt gerade voll. Dann sammle ich den letzten hier wohl nicht mehr ein mit diesem Charakter. Wo seid ihr denn? Ach, da hinten. Ach, du hast recht, das wäre zu einfach. Ich meine, wir sind ja jetzt auch schon beim fünften Charakter durch. Ach, machen wir mal. Überspringen wir keinen, nehmen wir den. So, das waren jetzt auch nur zwei da oben. Da laufe ich jetzt nicht nochmal hoch für. Da hinten ist doch was. Aufsitzen, bitte. Ah, das sind jetzt, ist jetzt der Charakter, der standardmäßig keinen Sound hat, oder? Ja. Warum auch immer. Ich habe das Gefühl, das haut er automatisch immer wieder raus. Das ist immer bei der 6, ja. So. Nur noch 16 Stück auf diesem Charakter. Oh, eine Riesenportion. Achso, und dann kriegt gar keine Beute angezeigt. Na sowas. Ja, ja. Blärz. Danke. Ich meine, immerhin kriegen wir auch ein bisschen Erfahrungspunkte, weil hier immer wieder Blärze zwischendurch sind. Das ist doch was. Man muss ja auch mal das Positive sehen. Oder so. Das ist übrigens die Sammelquest, von der ich am Anfang in Ashara sprach. Die hat schon immer einen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen.
ich verbringe viel Zeit mit ihr. Ja, das stimmt. Das ist quasi gezwungenermaßen. Also ich weiß, ich war hier in der Runde schon mal, aber ich habe keine Ahnung, wie ich vorhin und jetzt hierher gekommen bin. Weil das... Ich glaube, ich bin vorhin immer unten im Kreis gelaufen oder so, ne? Und dann bin ich jetzt richtig verwundert, dass es hier auch noch ein Oben gibt. Und das bin ich auf jeder Runde wieder. Oh, oben. Faszinierend. Ja, Mai. Mai. Check erledigt. Nummer 7. Oh, ich kann auch looten. Ich muss da kurz hin. Was? Da können auch noch welche looten? Dann mach das mal. So. Ist da oben was? Man weiß es nicht. Ne? Da unten ist was. Ein Blerz. Das holen wir uns. Das wollen wir haben. Der Schurke ist aber auch nachlässig. Der vernachlässigt seine Arbeit. Da war doch eine Kiste. Da hätte er doch super, genauso wie die in die Luft sprengen. Oh, zwei Eisen waren auf dieser Palette gestapelt. Das habe ich jetzt gemacht, weil... Ich möchte die einmal wieder unten stehen lassen. Da vorne sehe ich Blerz. Da müssen wir gleich mal hin. Hier oben ist ja auch richtig was los. Sprache und ab dann gab es keine mehr. Super. Ah ja. So. Stirb mal so. Ich habe gerade keinen anderen Angriff auf der Leiste. Danke. So, da ich mit dem anderen hier nicht hinkomme. Okay, das hatte ich vor. Ich dachte mir, nee, das Eisen, das gefällt mir nicht. Ich gehe lieber wieder runter. Das war quasi genau das, was ich vorhatte. Falls jemand fragt. So, weil ich wollte ihn noch schnell looten. Und dann nehmen wir eben ein anderes. Oh, das ist ja gemein. Vorm Blerz. Das ist ja schon richtig hinterhältig. Es war wohl noch nicht explodiert. Nein, ich hatte vor, da runter zu springen. Also ich wollte das Eisen da oben gar nicht haben. Das war zu einfach. Denn wäre der Charakter ja voll gewesen mit Eisen. Nee. Das sieht irgendwie nach Ausgang aus. Aber da oben liegt Blerz. Das holen wir uns noch schnell. Hm. Ah, es ist gar kein Blerz. Es ist ein Blümchen. Was willst du denn? Weg damit. Oh, hallo? Das ist auch Blerz? Ja, du hast ja recht, das ist auch Blerz. Hui! Das ist ja fast wie Achterbahnfahren, hier runterzulaufen.
Es wurde aber gar nicht schneller, aber hey. Läuft der Typ jetzt uns eigentlich den ganzen Tag hinterher, oder? Ich meine, die erste Session, die wir heute machen, die wird vermutlich so bummelig bis kurz vor 4 gehen. Und dann werden wir mal eine kurze Formel-1-Pause machen. So, jetzt haben alle getroffen. Oh, auf dieser Palette war einer gestapelt, natürlich. Richtig. So, der nächste bitte. Auf zum Blerz. Ein bisschen Erfahrungspunkte mit dem. Termi 169. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich danach noch eine Session mache, weil heute wollte Chris ja noch 1 Million Gold verlosen und ich wollte daran teilnehmen, weil 1 Million Gold könnte ich eigentlich ganz gut gebrauchen. Ich meine, wer könnte das nicht? Ja, und vor allen Dingen, ich mag doch das Gold. Und vor allen Dingen, die Verlosung macht er, sagte er, auf jedem Server, wo man möchte. Das heißt, ich kann mir überlegen, ob ich das Geld, also nicht, dass ich es gewinnen würde, weil die Chance ist ja, bleibt ja relativ gering. Aber angenommen, wenn, dann hätte ich die Möglichkeit, entweder zu sagen, hey, ich hätte das gern auf Ysera, um doch irgendwann den Bronto zu bekommen. Ja, ich bin so bedürftig, du hast so recht. Oder eben ich sag, hey, Amantul oder ein anderer der Server, auf denen wir neue Sets starten, das wäre 1 Million Gold, ist auch ein ganz nettes Startkapital. Beziehungsweise, wenn er ohnehin hin und her transferieren muss, ist ja die Frage, vielleicht lässt sich das ja auch splitten oder so. Aber, wie gesagt, so weit gehen wir nochmal, ist ja nur ein Glücksspiel, von daher, vielleicht lasse ich das auch irgendwie nur nebenbei laufen oder so. Mal gucken. Aber ich gehe davon aus, dass es eher morgen noch einen Stream gibt, als heute den zweiten. Ah, Termi169 möchte mir 5 Gold spenden. Das ist sehr angenehm. Wunderbar. Also du weißt ja, wo ich bin. Ich bin gerade in Ashara. Ich nehme das sonst aber auch gerne per Post. Oder meinst du auf Amantul? Das wäre nämlich spannend. Ach so. Man sollte die Dinger erst explodieren lassen, ne? Okay. Hui. Es regnet Jäger. Da habe ich nichts. Genau das dachte ich mir. Nein, aber die 5 Gold nehme ich sonst liebend gerne. Also. Nein. Das ist nett, aber. Die 5 Gold kriege ich hier auch zusammen. Und ich denke mal, ich hatte ja jetzt, du hattest mir ja schon ganz viele Pets gespendet, sozusagen als Startkapital für den neuen Server. Sobald ich da was von verkauft habe, dann ist das, das passt dann schon. Also, ne? Vielen Dank nochmal dafür. Hier ist nix. Da unten ist ein Blerz irgendwo. Quasi vor mir. Das nehmen wir noch mit. Hallo? So, jetzt nochmal gucken, ob. Aber es sieht aus, als hatten alle, ne? Ja, wunderbar. Ich brauche Eisen. Da blinkt doch ein Eisen. Das will ich haben. Ich muss jetzt nur noch mal sehen, dass ich das Add-on, dem man sich auch die Pet-Preise im AHA anzeigen lassen konnte, noch draufkriege, dass ich schneller einschätzen kann, was sich lohnt zu verkloppen. Da unten ist ein Blerz.
Ja, schrei doch nicht so. Hallo? Was hast du denn? Könnt ihr mal aufhören? Meine, ja, grundlegend mag ich das ihr. Danke. Der Typ hat echt keine Hobbys. Also doch, vermutlich hat er WoW als Hobby. Und hat mal ein bisschen Spaß. In dieser trostlosen Welt. Oder so ähnlich. Wobei das Startgebiet finde ich, also ich mag ja die Startgebiete, also ich habe auch schon festgestellt, scheinbar machen mir die Startgebiete noch mehr, deutlich mehr Spaß als der spätere Content. Da oben ist ein Blerz. Nehmen wir wieder mit. Oh, ich habe Post. So, so, er möchte auch einen Kräuterpflanz. So, so. Gibt nicht mehr so viel zu tun in WoW. Ja, wenn man nicht irgendwie was zu tun hat, hätte ich fast gesagt. Nein, also grundlegend stimme ich dir zu. Jeder baut sich sozusagen sein To-Do in der WoW sicherlich selbst auf. Und ich sag mal so, ich bin sicherlich noch die nächsten Jahre beschäftigt mit dem Leveln der Charaktere. Ich meine, zur Not werde ich irgendwann anfangen, die ganzen Bankcharaktere auch zu leveln, die ich haben wollen werde. Also so, einmal der nächste bitte. Nochmal 20 Eisen. Das heißt, wir brauchen nur noch 40 Eisen. Wir sind ja fast durch. Eins. Das war absehbar. Oh, vier. Wunderbar. Ja, was heißt diese Geduld? Ich meine, hier unten in den Gebieten gibt es ja immer was zu tun. Man lernt immer noch was Neues kennen. Also von den Talenten oder was weiß ich. Wobei, wie gesagt, die Charaktere schaue ich mir ja tatsächlich erst später irgendwann genauer an. Wie man ja sozusagen mit den Schamanen neulich gesehen hat. Ich level ja im Moment hauptsächlich. Ach, schrei doch nicht immer so. Ja, ich weiß, aber es ist lag. Immer eine schöne, das klingt jetzt etwas dramatisch, Abwechslung zum dramatischen Alltag. Jetzt quasi ausspannen. Ja, ich habe gestern Elementardruinen erstellt, wie du richtig festgestellt hast. naja, es sollte halt ein, auf Amantul habe ich zuerst aus Versehen Schamanen erstellt, weil ich alle 8 Charaktere gleichzeitig erstellt habe und irgendwie nicht mehr darauf geachtet habe, dass am Ende auch Druiden bei rauskommen. Und dann laufe ich so los, nachdem alles eingerichtet war und stellte fest, das ist ja ein komischer Angriff. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. So, 13 Stück noch auf diesem Charakter. Ja, immerhin ist es mir selbst aufgefallen. Zum Glück. Ich meine, ich war ja nicht am Stream, von daher wäre es sonst echt schade gewesen, wenn da mehr Spielzeit drin gewesen wäre. Aber ich hatte ja gesagt, als ich dann, also die Einstellung konnte ich alle übernehmen, weil ich die gleichen, na wie heißt das, die gleichen Namen und so wieder benutzt hatte. Deswegen sind die Einstellungen alle gleich geblieben. Das war so gesehen ganz praktisch. Danke. Stehen sie rum und tun nichts. Oh, das war wohl zu dicht. Oh, das hat sich gelohnt. Da war einer drauf. Einer auf dieser ganzen Palette. Ich mag das. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in dieser Session schon einer gesagt habe, weil da immer einer drauf ist. Mal gucken, wie viel einer da auf dieser Palette drauf ist. Ah, ja, genau, das ist das, was du meintest. Ich
habe es bemerkt. So, der letzte. Die letzten 20. So. Aber ich glaube, wir müssen nachher auch noch irgendwas... Oder müssen wir nachher nicht auch noch was mit den versteinerten Typis tun? Das war doch auch fast wie eine Sammelquest. Genauso spaßig. Ja, genau, man läuft auf die Palette zu, denkt, yay! Oh, da bin ich ja gleich fertig mit. Und die Palette so gar nicht. So. Jetzt laufen wir mal gezielt zu dieser Palette hin, in der Hoffnung, dass da mehr als einer drauf ist. Na, immerhin. So. Oh, da waren zwei drauf. Das war gut. Ich meine nicht, dass hier liegen zwei nebeneinander. Sieht eigentlich viel weniger aus als die Palette eben, aber so kann man sich irren. Schieß mir doch nicht in den Rücken, Mann. Kommt doch mal vor. Seht ihr ihn auch? Danke. Okay. Wunderbar, dann geht's weiter. Von da kamen wir zwar, aber es sieht aus, als würde sich hier ein Blerz befinden. Und wir mögen doch Blerz. Hui! Was ein Spaß. Achso, ich wollte ihn eigentlich anschießen. Das stimmt, da weiß man wenigstens, dass es zwei sind, ja. War wie war. So, zwei. Das ist mein Stichwort. Zwei brauchen wir noch. Oh, dann sind wir zumindest mit Sammeln schon mal durch. Da vorne liegen zwei. Die nehmen wir. Es sei denn natürlich, ich habe aus Versehen wieder mal einen übersprungen. Wäre ja auch nicht das erste Mal. Check 23. Mal gucken. 23, 23, 23. Check. Alle sind im Schritt 23. Dann machen wir einmal alle wieder auf. Danke. Und dann reiten wir zu dem Blerz da oben. Das Blerz ist weg. Dann reiten wir wieder weg und da ist ein Punkt, da müssen wir hin. Ich habe kein Ziel.
Okay. Hol ich mir erstmal kurz das Blerz. Nein, nein, nicht im Schritt. Alles gut. So. Ach, das, sind das jetzt diese... Figuren, die jetzt gar nicht mehr hier stehen? Ja, bist du nicht, sondern... Habe ich jetzt einen oder habe ich keinen? Scheinbar schon, ne? Hast du den auch? Oh. Oh, oh. Da, so mag ich. Ah, alles klar, genau. Tragen und nicht angegriffen werden und nicht kämpfen, alles klar. Wunderbar. Dann kommt mal mit, Jungs.